Herzlich willkommen und Gottes Segen beim Hören dieser Folge von Max 15. Maximal 15 Minuten mit Gott. Diese Folge berichtet aus dem Heft der Hilfsaktion Märtyrerkirche vom September 2021. Diese Hilfsaktion hilft verfolgten Christen. Seit 1969 ist sie die Stimme für verfolgte Christen in aller Welt. Kontakt kann man über die Homepage www.verfolgte-christen.org oder über E-Mail info@verfolgte-christen.org aufnehmen. Ihr Magazin heißt Stimme der Märtyrer. Es erscheint monatlich. Aus dem Heft vom September 2021 lese ich das Editorial und einige kurze Berichte. Mein Anliegen ist es, diese wertvolle Arbeit bekannt zu machen, mit der Hoffnung verbunden, dass du, lieber Hörer, liebe Hörerin, dich für diese Arbeit zu interessieren beginnst und sie auch unterstützt. Das kann durch eine Spende sein, aber auch durch die Weitergabe ihrer Publikation. Ich lese das Editorial. Es ist überschrieben mit einem Bibeltext aus der Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis ans Ende der Welt. Liebe Freunde der Stimme der Märtyrer, kurz bevor ihn eine Wolke aufnahm und er zum Vater gen Himmel fuhr, sagte Jesus seinen Jüngern diese Worte zu. Nach den gewaltigen Ereignissen der Kreuzigung und Auferstehung und unmittelbar vor der Himmelfahrt des Herrn erfahren die Jünger, was ihre notwendige Marschverpflegung für den Gang der Gemeinde durch die Jahrtausende sein wird: die Kraft von oben. Was für eine gewaltige Zusage! Die Kraft des Heiligen Geistes würde auf sie kommen und dann würde aus diesem kleinen Haufen, der bereits auf 11 geschrumpft war, eine Zeugenschar werden, die die ganze Welt erreichen sollte. Das tut Gott. Er nimmt verängstigte, zweifelnde, unsichere Männer und Frauen, jung und alt, rüstet sie aus und baut mit ihnen seine Gemeinde mitten in einer feindlichen Umwelt, allen Schwierigkeiten zum Trotz. Heute, 2000 Jahre später, geht die Geschichte weiter. Gott baut sein Reich, Menschen finden zu Jesus. Übrigens, das Wort, das Jesus hier zur Beschreibung der großen Aufgabe gebraucht, ist Martyres. Ihr werdet meine Märtyrer, meine Zeugen sein. Und was macht ein Zeuge? Er berichtet. Und zwar das, was er selbst gesehen und erlebt hat. Das tun die Jünger. Und das Feuer des Evangeliums breitet sich aus. Heute, 2000 Jahre später, brennt dieses Feuer immer noch. Die Jünger waren Zeugen Jesu, das heißt Zeugen des Lebens, des Todes und der Auferstehung Jesu. Dass sie alle bis auf Johannes für ihr Zeugnis mit dem Leben bezahlt haben, hat diesem Wort seine tiefere Bedeutung gegeben. Und so denken wir heute bei dem Wort Märtyrer zuerst an den, der bereit ist, für sein Jesus-Zeugnis zu sterben. Auch dazu kann der Heilige Geist die Kraft geben. In unserem Magazin Der Stimme der Märtyrer geht es genau um solche Menschen, die Jesus kennen, ihm nachfolgen, von ihm reden und bereit sind, dafür notfalls mit ihrem Leben zu bezahlen. Menschen wie Feris, der als muslimischer Lehrer Christ wurde und sogar in der Moschee mutig von Jesus redete, bis er schließlich seinen Heimatort verlassen musste. Wir haben heute die gleiche Berufung. Wir sollen Zeugen Jesu sein. Was darf es uns kosten? Die Berichte über unsere Geschwister aus den Ländern der Märtyrer wollen uns ermutigen und herausfordern, alles mit Jesus zu wagen. Wir sind nicht allein. Wir sind Teil einer großen Bewegung, der Jesusbewegung. Wir stehen unter der großen Verheißung, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, die auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein. So baut Jesus sein Reich im Nahen Osten, in Uganda, in Indien, und auch mitten in Deutschland. Und ich ergänze natürlich auch in Österreich. Soweit das Editorial dieser Zeitschrift. Nun kommen wir zu einigen Berichten
möchte vier Berichte vorlesen, die kurz auf der Seite 4 und auf der Seite 5 stehen in dieser Zeitschrift. Der erste Bericht kommt aus Uganda, ist überschrieben mit Mutig von Jesus reden. Lamia wuchs in einer muslimischen Familie auf und wurde mit einem muslimischen Mann verheiratet. Als sie mit der Botschaft von Jesus in Berührung kam und für sich beschloss, Jesus nachzufolgen, warf ihr Mann sie samt den Kindern aus dem Haus. Sie musste sich von da an als alleinerziehende Mutter um ihre Kinder kümmern, ohne dass man ihr irgendwelche Hilfe anbot. Zudem versuchten mehrere Muslime, sie zu ermorden. Aber alle Versuche scheiterten. Lamia wuchs dadurch sogar noch in ihrem Glauben und wagte es, öffentlich zu predigen. Mutig und kühn verkündigte sie in ihrer Stadt das Evangelium. Zahlreiche Muslime fanden so zu Jesus. Mittlerweile hat sich eine Hauskirche gegründet, die aus 45 Gläubigen besteht, von denen die meisten aus muslimischen Familien kommen. Der Herr sei gepriesen für solche Berichte, für den Mut dieser Menschen. Ich bin wirklich sehr beeindruckt. Der zweite Bericht kommt aus Nigeria, ist überschrieben Flüchtling im eigenen Land. Durch radikalisierte Mitglieder des Fulani-Stammes werden Christen in Nigeria immer wieder verfolgt und aus ihren Häusern und Dörfern vertrieben. In den nordnigerianischen Bundesstaaten Plateau und Kaduna gibt es einige Auffanglager für Menschen, die aus ihrer Heimat fliehen mussten. Nahrungsmittel für sie bereitzustellen, ist eine Herausforderung. Vor allem Kinder, stillende Mütter und schwangere Frauen leiden sehr. Besonders schwierig aber ist die medizinische Situation. In den Flüchtlingslagern breiten sich schnell Krankheiten aus und die medizinische Versorgung ist mangelhaft. Über unseren Partner dürfen wir hier helfen. Diese Hilfe zu den Menschen zu bringen, stellt aber eine mindestens genauso große Herausforderung dar, denn in der Gegend kommt es immer wieder zu Überfällen und Entführungen. Ja, man ist beeindruckt, das zu hören, wie Menschen ihr Leben riskieren, um Hilfe zu geben. Dem Herrn sei Dank. Der dritte Bericht kommt aus Zentralasien. Er ist überschrieben mit Den Weg zu Jesus finden. In vielen Gebieten in Zentralasien hat der Opiumanbau eine lange Geschichte und der Drogenkonsum stellt dort ein großes Problem dar. Hier hilft unser HMK-Partner mit einem Zentrum, das Menschen dabei unterstützt, von den Drogen frei zu werden. Betroffene können für eine gewisse Zeit dort wohnen. Während des Entzugs gibt es diskrete Versuche, den Drogensüchtigen Bibelworte zuzusprechen. Inzwischen haben einige der ehemaligen Drogenabhängigen zu Jesus gefunden. Mehrere von ihnen arbeiten heute im Zentrum mit. Inzwischen wurde bereits ein weiteres Zentrum eröffnet, für drogenabhängige Frauen. Es gibt viele Herausforderungen bei dieser Arbeit. Süchtige erleben Rückfälle, neue Jesus-Jünger werden verfolgt. In dieser Situation brauchen die Mitarbeiter Gottes Kraft, Liebe und Weisheit in ganz besonderem Maße. Nur so können sie den Menschen zum Segen werden, die in diesen Zentren leben. Ja, warum beten wir nicht für diese Menschen? Der vierte Bericht kommt aus Syrien. Er hat die Überschrift Zu arm für eine eigene Bibel. Für Christen in Syrien ist es nicht selbstverständlich, eine Bibel zu besitzen. Viele Christen sind einfach zu arm, um sich eine Bibel leisten zu können. Dazu kommt, dass viele Christen aus ihrer Heimat vertrieben wurden. Für sie gibt es kaum Möglichkeiten, an Bibeln heranzukommen. Über unseren HMK-Partner können wir Bibeln im ganzen Land verteilen lassen. Soweit die Berichte aus der Zeitschrift Stimme der Märtyrer, September 2021. Eine Anmerkung zu diesem letzten Bericht. Die Adventgemeinde in Gleisdorf hat 5000 Karten ausgeteilt, wo Menschen reagieren können und sich eine Gratis-Bibel bestellen können. Bis zum heutigen Tag sind ungefähr 4000 Karten ausgeteilt.
Es kam eine Rückmeldung und wir sehen, wie wenig die Bibel hier in Anspruch genommen wird. Und so gibt es auch die Möglichkeit, dieses Werk der HMK zu unterstützen durch eine Spende. Ich möchte diese Kontaktadresse nochmal wiederholen. Die Homepage lautet www.verfolgte-christen.org und die E-Mail-Adresse heißt info@verfolgte-christen.org. Was tun wir als Christen für unseren Herrn? Wie schaut dein Dienst, wie schaut mein Dienst als Zeuge Jesu aus? Ich wünsche allen Gottes Segen beim Bedenken dieser Frage. Auf Wiederhören bei der nächsten Folge von Max 15.